Applaus für Silas Rösch mit einem Foxterrier in Ratta. Und die Siegerin der Altersklasse 2 ist die Amira Spranger mit ihrem Shetland Sheepdog. So, was ist das? Sie sehen jetzt hier zwei Kinder oder beziehungsweise Jugendliche mit zwei Hunden aus verschiedenen Altersklassen. Das heißt, der Silas gehört zur sogenannten Altersklasse 1, zu den 9- bis 12-Jährigen. Die Amira wird schon gezählt zur Altersklasse 2, zur 13- bis 17-Jährigen, die sich heute in einem anderen Ring gegen andere Juniorhändler messen mussten und jetzt hier jeweils ihre Klassen gewonnen haben und die Sieger in ihrer jeweiligen Altersklasse sind. Worum geht es? Es geht, ich sagte es gerade schon, gar nicht um die Bewertung des Hundes, ausnahmsweise, sondern es geht darum, wie weit sind die beiden und die anderen Juniorhändler natürlich auch in der Lage, ihre Hunde optimal dem Richter zu präsentieren. Meine Damen und Herren, wenn Sie vielleicht heute ein wenig an den Ringen mal geschaut haben, dann haben Sie gesehen, dass das gar nicht so einfach ist. Man kann nicht einfach seinen Hund an die Leine nehmen und sagen, so, jetzt stelle ich mal aus und ich gehe mit dir in den Ring. Sondern das bedarf schon vieler, vieler Vorbereitungen und Übungen. Und genau das haben heute Silas und Amira bewiesen. Und heute, jetzt, findet die Endausscheidung zwischen den beiden für den Tagessieg statt. Das ist unsere Amira Spranger mit ihrem Shetland Sheepdog. Und als nächstes der Silas Rösch mit seinem Foxterrier, der auch nochmal die Einzelbeurteilung bei Frau Kusch durchstehen muss. Es ist so, dass dieser Junior-Handling-Wettbewerb mittlerweile zu einem internationalen Wettbewerb gemausert hat. Das heißt, die Kinder, Jugendliche können jeweils Punkte sammeln und irgendwann dann an Endausscheidungen teilnehmen und dann als Deutschlands Vertreter beim großen internationalen Wettbewerb starten. Und darauf wartet natürlich jeder. Also Amira Spranger und Silas Rösch mit ihren Hunden. Einmal noch die Seiten tauschen, den Hund aufbauen, nennt man das in unserer Hundefach-Ausstellungssprache. Heißt, der Hund soll optimal stehen, um seine Vorzüge auch zu präsentieren, damit er korrekt und gut vom Richter bewertet werden kann. Amira und Silas, unsere beiden Sieger des Junior-Handlings, meine Damen und Herren. Es ist häufig so, dass gerade die Junior-Händler, die anfangen oder auch in den höheren Klassen sind, natürlich nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern häufig sind es wirklich Kinder, Jugendliche aus Ausstellerfamilien, aus Züchterfamilien, die im Grunde genommen von klein auf bereits auf den Ausstellungen unterwegs waren, mit den Hunden gearbeitet haben. Häufig waren die Hunde ja sogar eher da als die Kinder oder Jugendlichen. Und jetzt noch einmal eine Runde mit Ihrem Applaus, meine Damen und Herren. Amira Spranger mit ihrem Shetland Sheepdog und der Silas Rösch mit seinem Foxterrier. Es geht um die Entscheidung. Altersklasse 1 oder Altersklasse 2.
meine Damen und Herren, den Tagessieg, den heutigen Sieg des Tages, geht an die Altersklasse 1. Sieh das euch herzlich in die